Space Lines, das ist ein Team der Technischen Universität Braunschweig. Wir bilden uns aus verschiedensten Instituten. Space Lines, der Löwe ist das Wahrzeichen der Stadt Braunschweig und daraus leitet sich das Ganze natürlich ab. Der Name des Roboters ist Steve, eine Abkürzung aus Space Terrain Exploring Vehicle. Wir stützen uns ab auf ein kommerzielles System und wir verstehen aber eine Menge von autonomen Systemen im Bereich der Raumfahrt. Das heißt, die Hauptentwicklung findet hier statt im Bereich der Programmierung, im Bereich der Integration. Steve ist ein Erkundungsroboter, der sehr schnell fahren kann, also Maximalgeschwindigkeit liegt bei 15 km/h. Er kann sehr hohe Steigungen, Sandberge überfahren und das, speziell durch dieses Profil kann er auch in tiefen Sand sehr gut fahren und da ist er für den Wettbewerb sehr gut gerüstet. Wir haben aber viele Veränderungen machen müssen und das ist im Speziellen die Auswahl der Sensorik, zum Beispiel der Laserscanner, die Kamera und da hat auch die mechanische Werkstatt hier im IDA sehr viel gerade bei den Rädern noch verändert, damit dieses Modell fahrbereit ist. Wir haben viele Sensoren, damit Steve seine Umwelt wahrnehmen kann. Einmal den Laserscanner, der ist wirklich nur für Hinderniserkennung zuständig. Dann haben wir hier diese Kinect, die macht ein wunderschönes Bild auf eine Reichweite bis zu 5 Metern, allerdings nicht weiter. Und wenn wir in einer großen Halle fahren wollen, dann müssen wir auch Objekte in dieser Halle, die ein bisschen weiter entfernt sind, erkennen können. Und dafür haben wir uns für diese Stereokamera entschieden. Wir haben also ein linkes und ein rechtes Bild und daraus kann sich der Roboter dann, wie wir hier unten sehen, die Entfernung berechnen. Alles, was hier hell dargestellt ist, ist dicht dran und was schwärzer wird, das ist dann in der Entfernung. Das Besondere an dieser Kamera ist jetzt, dass die komplette Verarbeitung nicht in Software passiert, sondern wir haben ein Chip-Design, der die komplette Verarbeitung dieser Bilder vornimmt und das in Echtzeit. Wenn er jetzt ab und zu jetzt in die anderen Institute kommt, der wird so ein bisschen rumgereicht, dann ist das natürlich auch ein bisschen Herzschmerz, wenn man ihn dann mal eine Woche nicht hat oder so. Das ist schon. Steve im Besonderen wird durch seine schnelle Bildverarbeitung auch sehr schnell fahren können und auch den Wettbewerb dann in der entsprechenden Kürze der Zeit bewältigen können. Die Zeit ist knapp. Wir hoffen, dass wir fertig werden rechtzeitig. Das ist das Entscheidende.